Muslim gelänge, jede dieser beiden Naturen in gesonderte Persönlichkeiten zu verpflanzen, wäre das Leben von jeder Unerträglichkeit befreit. Es ist der Fluch der Menschheit, das Gute und Böse, diese feindseligen Zwillinge, einen ewigen Kampf in uns führen müssen. Es kann ihm nicht mehr geholfen werden, Henry. Sir Danvers, er hat immer noch eine Seele, genauso rein wie die Ehre oder Mann. Er ist nur gefangen in einer dunklen und schrecklichen Welt. Es muss einen Weg geben, ihm zu helfen. Der Tod wird ihm helfen. Meine Theorien beweisen, dass es einen besseren Weg gibt als den Tod. Ihre Theorien sind gefährlich. Ihre Kollegen meinen, dass sie die Grenzen der Ethik überschreiten, wenn sie mit dem Verstand eines Menschen experimentieren. Meine Kollegen sind Feiglinge. Sie haben Angst vor allem, was sie nicht verstehen. Wie können wir uns zivilisiert nennen, wenn wir nicht bereit sind, ihnen und allen anderen unglücklichen Seelen zu helfen? Ich bewundere Ihre Hartnäckigkeit, Henry. Aber ich stelle Ihre Frage sehr in Frage. Sie sind ein begabter Arzt. Gehen Sie mit diesem Geschenk Gottes weise um. Thank you.
Ich denke, getrost, das ängstigt uns nicht. Und erzählt, die versteckt die Fassade. Ich habe keine Luft, weiter. So, bitte.
das Wort an das Gremium. Hoffentlich geht das schnell. Wir haben keine Zeit. Wir haben was aus einem Licht gestoßen. Wir haben Zeit. Ich habe keine Zeit. Meine Freunde, als Vorstand des Krankenhauses sind wir uns sehr wohl bewusst, dass Dr. Jekylls Forschungen sehr kontroverser Natur sind. Aber aufgrund unserer Hochachtung vor seiner bisherigen Leistung und seiner Reputation hat er das Recht auf erneute Anhörung. Und die sollten wir ihm wohlwollend gewähren. Diesem Idioten gewähre ich gar nicht. Percy, verehrte Mitglieder, verehrtes Gremium, ich sah in die Zukunft, sah die Betörenden, die Geisteswissenschaftler, die zukunftweisen fortbestehen. Ich will sie präsentieren. Ich will für sie plädieren. Freunde, wir wissen, die Seele ist zweigeteilt. Gut und Böse und Mitleid und Hass. Wird nun das Gute vom Bösen abgeteilt? Schaffen wir uns ein Leben nach Maß, ein Leben so freundlos, gewaltlos und Streit. Es gibt keine Morde, kein Leid, Welt ohne Kriege vom Ehen befreit. Es herrscht nur noch Barmherzigkeit. Ich hab den Schlüssel zum Schloss in das Seelenreich, chemische Formel, die niemand sonst kennt. Er ändert Persönlichkeitsmuster und fühlt zugleich Gut und Böse im Experiment. Sehen Sie die Macht und die Möglichkeit hier für uns. Freunde, sei wach, zeig Verstand. Hier ist die Chance für die Zukunft in unserer Hand. Dr. Jekyll, lassen wir die Feinheiten und kommen wir zum Kern der Sache. Aber natürlich, Stride. Vergeben Sie mir meine gute Erziehung. In jedem von uns wohnen zwei Seelen, das Gute und das Böse. Wenn wir nun diese beiden Kräfte trennen, könnten wir das Böse eliminieren und die Menschheit davon befreien. Meine Experimente haben gezeigt, dass dieser Tag nicht mehr fern ist. Doch um dieses zu erreichen, muss ich mein Elixier ausprobieren. Und das nicht nur an einem lebenden Menschen. Hab ich das jetzt richtig gehört? Was ist, wenn Sie recht haben, Dr. Jekyll, und es gelingt Ihnen, das Gute vom Bösen zu trennen? Was passiert mit den Schlechten? Viele der elende Seelen im Heim uns verfaulen beim Mann verschieben. Von Namen des Mittlers zu der ärztlichen Hilfe. Ans Licht, wenn ich einen nur krieg. Ich sage gleich, die Kirche duldet sowas nie. Lass mich leben, ein Ketzer, ein Mann. Das Wappen auf Eis und gefährlichen Grund. Gerät ausgedrückt, ist ihr Anliegen Schuld. Das Ganze ist heimlich, barbarisch geschwollen. Sie spielen mit dem Feuer, wenn sie Gott spielen wollen. Der Bischof spricht in unserem Sinne, er sagt, sie spielt in Gott. Es gibt sowas wie Ethik, damit treiben sie nur Sport. Sie sind Doktor, kein Messias, Dr. Jekyll, ist das klar? Doch ich schließ aus ihrem Benehmen, Fakten nehmen sie nicht wahr. Nein, Mr. Stry, ich hab nichts als die Wissenschaft. Ich hab dem Eid, dem ich treu untersteh, und ich bestimme auch nicht, wer Moral erschafft, wenn diese Anmaßung ist mir mit dir. Und gleich wie ich hab ihre Arbeit bisher gestützt, ich setze Hoffnung auf ihren Erfolg. Doch sehe ich, dass das alles nun nichts mehr nützt, geben sie auf.
Sie bezahlen den Sold. Scheiß und Schicksal sind jetzt sie, so ich verliere sie es nur nie. Dem Rande des Erfolgs bin ich so nah. Verehrtes Gremium, sagen Sie ja. Ist der Vorschlag Nummer 929 abgelehnt. Danke für Ihr Kommen, Dr. Checkerhand. Wer lädt dich heute zum Mittagessen ein? Bessie? Ach, Theodore. Ich habe heute schon so viel Schwachsinn gehört. Und dabei habe ich nicht mal dir zugehört. Es tut mir auch richtig leid, Henry, aber ich habe versucht, sie zu warnen. Gratuliere, Henry. Du hast sie überzeugt, dass du verrückt bist. Alles Heuchler. Jeder Einzelne. Aber einflussreiche Heuchler. Jeder Einzelne. Sei vorsichtig. Vorsicht kann ich mir nicht erlauben. Wie soll es nun weitergehen, wenn es mir nur im Wege stehen? Henry, du gehst viel zu weit, bist nicht vom Risiko befreit. John, ich habe recht, denn ich folge meinen Visionen, doch ich bin müde vom Gefecht, habe kaum noch Ambitionen. Wenn du weißt, du hattest recht, halt durch, bewahr den Mut, halt durch, dann wird es. Jahrelang habe ich gelebt für meinen Traum. Sie haben Macht mit einem Wort, mich zu vernichten. Welches Recht haben die, mich zu verurteilen, ignorieren und die Möglichkeitsvisionen ließen? Absurd ist, dass ich bin an sie gebunden. Von Visionen haben die noch nie gehört. Wenn's nicht wichtig wäre, hätte ich nur Spott empfunden. Sie
Doch es bleibt ein Fakt. Die Macht bestimmt den Takt. Schnell erwachsen würde, mich nur anzusehen und glauben, ich wär's nie. Ich kann
Gott, so verrückt finde ich, ganz absonderlich. Nur ein Arzt und kein Graf hat uns immer geglaubt. Nun schaut, Dr. Jekyll darf ich hier der Erste sein, der Ihnen und Ihrer Braut alles Gute wünscht. Ist es Roy, das ist etwas Höflichkeit, eintauschen gegen so offene Ehrlichkeit. Ah, der überfällige Henry Jekyll. Sir Danvers, verzeihen Sie mir. Schwammdrücker, wir werden die Gäste für den Tag nach der Feier einladen. Dann ist das Brautpaar wenigstens pünktlich. Sir Danvers, my ladies and my lords, gentlemen. Auf das geradezu unerträglich glückliche Brautpaar. Unerträglich. Henry, möge das Ergebnis seiner Forschung immer so wundervoll sein wie dieses. Auf Emma und Henry. Auf Emma und Henry. Ungewisse lässt die Angst heran.
Für
mir alles. Break gefällt? Schaut mal rein, nehmt euch, was euch gefällt. Das ist wohl kaum ein anständiger Platz für einen Drink, Henry. Ich hatte für heute schon genug Anstand. Außerdem ist heute mein Junggesellenabend. Du schuldest mir eine Party. Ich könnte eine Party sein für dich, Henry. Er meint eine Junggesellenparty. Alle meine Partien sind gesellig. Komm schon, John, was denn sind für Abenteuer? Er hat recht, John, trink Champagner, dann wird er Abenteuer. Vielleicht finde ich hier ein Subjekt für meine Experimente. Einen Freiwilligen. Ich nehme an, es gibt hier Freiwillige für jede Art von Experimenten. Da hast du verdammt recht, mein Süßer. Frei und willig. Komm, Harry, folge mir. Henry, das ist gefährlich. Oh, ich fühle mich gefährlich.
Gesellschaft, denn das ist, was ich mag. Am späten Mittag nehme ich, das ist der Lauf. Zwei Männer und die fresse ich auf. Die Jungs sind ganz verrückt, auch David hat sie. Da sind sie und sie wollen, was ich verstehe. Nehme ich mit. Am Abend wird mein Hunger erst richtig groß, wenn ich diese Köstlichkeit in meinem Schoß, wenn ich sie einlade, bei mir zu gehen, können sie schneller im Bett parieren. Ein bisschen weniger Sozialarbeit.
Und ein bisschen mehr soziale Arbeit. Das wäre für uns beide profitabler, Lucy. Ich tue mein Bestes, Sir. Dein Bestes ist gerade gut genug, um die Kunden zu befriedigen. Meine Zimmer vermiete ich nicht an Mädchen, die nur rumhängen und sich mit Gin volllaufen lassen. Der Spaß da, der kostet dich nächste Woche 60% von deinem Verdienst, statt der üblichen 50. Kapiert? Ja, yes. Es tut mir leid. Aber das muss es sein. Du kannst es heute Nacht wieder gut machen. Glücklicherweise habe ich heute gute Laune. Ich komme dann um Mitternacht zu dir, um mir meine Prozente abzuholen. You see. Nach Hause. John, du kanntest doch meinen Vater, ich meine, vorher. Sein Geist, sein Verstand, sie waren doch extrem stark. Oder nicht, John? Er war der feinste Herr, den ich jemals kannte. Ich muss es tun. Seinetwegen. Wie bitte? Gute Nacht, John. Und Vorsicht. Nachts ist der Hyde Park sehr gefährlich. An die Konsequenzen? Nicht gefährlicher als du, Henry. Pass auf dich auf. Nun gibt's keine Wahl. Ich darf mich nicht fürchten, muss ins Wagnis fallen, nicht mehr zögern sein. Nun gibt's kein Zurück. Diese goldene Chance, die nur für mich besteht, weil alles auf dem Spiel steht und vergeht. Ich muss es tun. Ein Zeichen setz ich nun. Dies ist die Stunde. Das ist der Tag, wo ich nicht länger Angst und Zweifel in dir trage. Jedes Bestreben in meinem Leben wird nun Realität. Später wird es spät. Dies ist die Stunde, genau gedacht, wo der Moment des Augenblicks in mir erwacht. Lass mir die Stunde. Gib mir die Chance, dann ist es toll, setz ich Kräfte frei. Dies ist die Stunde, was ich getan, all meine Träume, lustigen Räume leben lang. Es ist der Tag, die den glitzernden Schein. Jetzt mal.
13. September, 23 Uhr 56. Ich habe es alleine begonnen und alleine werde ich es zu Ende bringen. Ich selber muss die Versuchsperson für das Experiment sein. Ich muss genau alles observieren und notieren, was ich hier von Veränderung spüre. Wie wird das sein? Ich meine Welt mit anderen Augen sehen. Nur das rote leuchtend rotes Blut, Faden voller Blut, Farben schön fragil, richten sich subtil in andere Welt. Schau, wie grazil sie noch tanzen, brillant ist ihr Schein.
Verzeihen Sie, Dr. Jekyll. Ich vergaß, das Licht zu löschen! Welch eine Macht wecken Sie, der es schafft, mich so zu fühlen, so voller Kraft? Wo ist die Quelle der Macht, die es schafft, mich aufzumüllen? Die Nacht ein Geheimnis, wenn's und unbekannt ist. Weiß ich nicht mal, was ich such, doch ich kann es durchschauen. Ich bin Durst, den das Laster erschafft. Niemals war ich so voller Kraft. Ich bin der Kämpfer, der niemals erschlafft. Niemals war ich so voller Kraft. Und ein Leben und allein in der Nacht. Verdammt durch sein himmlisches Mal, doch führt ein Mann. Ein Vermögen von Leben und Kraft, doch verloren, doch wirklich Kraft. Es ist einfach die Bösartigkeit, es ist einfach das Sein von Allem und Heiligen. Thank you.
habe strengste Anweisung, unter keinen Umständen irgendjemand vorzulassen. Möchten Sie eine Nachricht hinterlassen? Sagen Sie ihm einfach, dass es in seinem Leben noch etwas anderes gibt als Arbeit. Zum Beispiel mich. Ein wirklich gutes Argument, Miss, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf. John, er will mich nicht sehen. Schon seit 5 Tagen. John, ich mache mir ernsthaft Sorgen. Ich auch, Emma, aber Sie kennen ja Henry. John, ich sagte, ich mache mir Sorgen. Ich werde mit Paul sprechen. Mr. Utterson? Wie Sie wissen, bin ich Dr. Jekyll vollkommen dagegen. Und es steht mir nicht zu, ein Urteil über ihn zu fällen. Aber unter den gegebenen außergewöhnlichen Umständen muss ich Sie aufmerksam machen auf... Nun, Dr. Jekyll hat sich eine ganze Woche lang Tag und Nacht in seinem Laboratorium eingeschlossen. Er befahl mir, ihn unter keinen Umständen zu stören und seine Mahlzeiten vor der Tür abzusetzen. Heißt das etwa, dass Sie ihn während dieser ganzen Zeit weder gesehen noch gesprochen haben? Nein, nicht ein einziges Mal. Erzählen Sie weiter, Poole. Sie brauchen keine Angst zu haben, indiskret zu sein. Danke, Sir. Letzte Nacht, ich brachte ihm wie üblich das Tablett und dabei sah ich, dass das Essen vom Vortag unberührt war. Und von da drinnen, also, ich hörte diese Geräusche, die seltsamsten Geräusche und eine Stimme, die ich nicht kenne. Ich hörte ihn oder es oder was immer sich da hinter den Türen aufhielt. Es hat geheult wie ein Tier. Ruhe! Ruhe! Ich möchte, dass Sie gleich zur Apotheke gehen und mir diese Chemikalien besorgen. Jetzt sofort! Henry, was um Gottes Namen ist mit dir geschehen? Du siehst aus wie vom Satan besessen. John, du musst mir nicht erzählen, was mich so quält. Sei mir doch ein Freund, den ich jetzt brauch. Siehst du nicht, dass Todes auf mich eben fällt? Verdamme nicht, was du noch nicht begreifst. Henry, was dich treibt, das interessiert mich nicht. Doch weißt du denn, was du hiermit riskierst? Du drehst an dem Rücken zu, was einst sein Licht. Merkst du denn nicht, dass du mich ignorierst? Du kennst nur eins, deine Mission. Was ist nur los? Du bist besessen. Du hattest stets eine Vision. Hast du dein Ziel denn schon vergessen? Da ist das Fremd, da ist das Faul. Denn wer dich kennt, sieht, dass dein Ich stiehlt. Ich kann es sehen, doch nicht verstehen, wie sie zugrunde dich geht. Du lebtest so wie keiner sonst. Du hattest alles, was du wolltest, auf eine Braut, den Schicksal los. Du sahst die Welt, die du solltest. Der Überfluss hat dir zum Schluss den Kopf verdreht, hat ihn verblendet. Und jetzt ist los, zum Überdruss. Du hast nichts mehr, was dir bleibt. Vater, glaub mir, Henry würde niemals fliehen. Sein Weg führt ihn bestimmt bald an sein Ziel. Emma, hör mich an, ich flehe dich an auf Knie. Ich glaub, Henry treibt ein böses Spiel. Und ich fühl, es wird ihm bald zu viel. Man schimpft ihn aus, man sagt, er geht zu weit. Und schließlich tut er das, ist allein und führt den Irrsinn einfach fort. Es ist sein Werk, ein Lebenswerk, das ihn besitzt, ist besessen. Gib ihm noch Zeit, was ihn auch treibt. Ich bin bereit, es zu vergessen. Ein Alchemist, ich bin nicht blind. Der sich vergisst, ist ein Problem. Das ist nicht wahr, in dem System ist nur dein Kopf ein Problem. Er kennt nur eins, sein Lebenswerk. Gib ihm noch Zeit, was ihn auch treibt. Ich bin bereit, es zu vergessen. Ach, ihr Mist,
Dames für eine Art. Nun ja, man kann sich bei ihr nicht irren. Sie hat keinen Termin. Soll ich sie wegschicken? Schicken Sie sie weg. Sehr gut, Sir. Ich kann mir übrigens nicht vorstellen, wie sie zu ihrer Visitenkarte gekommen ist. Ich werde sie empfangen. Ich bin das Mädchen vom Pub. Wissen Sie noch? Lucy. Lucy Harris. Was führt Sie zu mir? Sie sagten doch, wenn ich jemals einen Freund brauche. Hübsch, was? Und er hatte noch seinen Spaß dabei. So etwas passiert öfter da, wo ich herkomme, aber ich hätte es nie von einem Gentleman erwartet. Gentleman? Was für ein Monster tut so etwas? Ja. Ich werde seinen Namen nicht vergessen. Edward Hyde. Warum kommen Sie zu mir? Sie haben mir doch Ihre Karte gegeben. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der so nett zu mir war. Warum sind Sie nicht zur Polizei gegangen? Zur Polizei! Sie machen Witze! Wer würde mir denn glauben? Ich habe Angst, dass er es herausfinden würde. Und was er dann täte. Er ist ein Tier.
Yeah!
Not yet been lit for murder, and the garden was shed murder. Der arme Bischof, so ein Schock! Am Abend so unfriedlich ging spazieren friedlich am Weg zu seinem Opferstock. Er starb in Lampens Glanz, als Opfer Gott verdammt. Er starb und klagte nicht vor auf zum Himmelslicht. Wir sprechen heilig ihn, sind alles ohne ihn. Warum bestraft unser vergessen werden wird. Yeah!
Thank you.
du hier? Henry? Oh. Mein Gott, hast du mich erschreckt. Für einen Augenblick lang dachte ich, es sei jemand anderes. Seit wann bist du hier? Seit wann? Seit ein paar Minuten. Die Tür war offen und ich dachte, du bist hier. Wie kannst du es wagen, mit meinen Aufzeichnungen wieder rumzuschleppen? Was hast du gelesen? Was hast du gelesen? Henry, beruhige dich. Es ist deine Verlobte, die du anbrüllst. Ich weiß nicht, was ich gelesen habe. Henry, was ist nur mit dir geschehen? Emma, meine Experimente führen mich in Gebiete, die ich nicht kenne, auch nicht verstehe. Ich kann sie nicht einmal mehr selbst, geschweige denn dir erklären. Ich muss alleine gelassen werden, um zu Ende zu bringen, was ich begonnen habe. Du hast mir nie versprochen, dass unsere Reise einfach sein wird. Wohl aber, dass wir sie zusammen machen werden. Als das hier begann, war uns der Preis bewusst. Da war einst ein Traum. Das Experiment ist außer Kontrolle. Transformationen kehren jetzt schon von selbst zurück.
habe die Komposition des Elixiers verändert, um die dunklen und starken Kräfte in mir einzuschließen und zu besiegen. Mir ist bewusst, dass ich mein Leben aufs Spiel setze. Henry, was soll dieser Brief bedeuten? Wer ist Edward Hyde? Und warum in Gottes Namen willst du jemandem, von dem ich nie etwas gehört habe, alles hinterlassen, was du besitzt? Er soll im Falle meines Todes oder ungeklärter Abwesenheit meinerseits die völlige Kontrolle über mein gesamtes Vermögen bekommen. Ja, bist du denn verrückt geworden? Edward Hyde ist ein Kollege. Ist der vertraut mit meiner Arbeit? John, sollte mir jemals etwas zustoßen, muss er über die nötigen Mittel verfügen können, um mein Experiment fortzuführen. Du musst mir vertrauen. Ich vertraue dir blind. Und wirst du das für mich tun? Wirst du von diesem Hyde erpresst? Sag mir einfach, was das Problem ist und wir werden es gemeinsam lösen, wie immer. Das ist mir nicht, mein Freund. Im Namen unserer Freundschaft! Ich bitte dich zu tun, worum ich dich gebeten habe, keine weiteren Fragen zu stellen. Henry, das gefällt mir ganz und gar nicht. Aber wenn es dein Wille ist, ich werde das Testament neu aufsetzen. Ich möchte, dass du zur Apotheke gehst und mir diese Kindheit besorgst. Weg, mein Freund. Ich kann hier nicht weg. Gut, ich mache es. Angst wird frei.
was ich erträum, ist endlich da.
gefährliches Spiel. Ein dunkler Traum, echt und endlos, doch du begehrst seine Realität. Es ist von größter Dringlichkeit.
dass ich Dr. Jekyll diese Chemikalien persönlich übergebe. Stell sie hin, verschwinde. Ich werde nicht hergehen, bevor ich weiß, wo er ist. Selbst wenn ich es Ihnen sagen würde, Sie würden mir doch nicht glauben. Sie werden mir sagen, wo er ist. Mr. Hyde. Ja, ich weiß, wer Sie sind. Was haben Sie gemacht mit Henry Jekyll? Was ich mit ihm gemacht habe. Was hat er mit mir gemacht? Oh! Du sollst ihn sehen. Ich zeige ihn dir. Und wirst du zeigen. Einziger Zeige. Halte es schön für dich. Selbst das Heil habe ich nicht gewarnt. Du musst dich retten, bevor dich dieses Ding tötet! Dafür bleibt mir keine Zeit. Du musst mir bei einer äußerst dringenden Sache helfen. Wieso sie hier ist, wohnt im Campbelltown. Das ist doch dieser Abend das Mädchen. Du musst ihr sagen, dass sie London verlassen muss. Noch heute Abend. Es ist hart. Ja, er wird sie umbringen, wenn er kann. Ich verstehe. Mit diesen Chemikalien, die du mir gebracht hast, werde ich ein Gegenmittel finden, um halt endgültig zu vernichten. Ich verspreche es. Gott steht dir bei, Henry. Gott steht uns allen bei. Kann es sein? Habe ich mein Ziel verloren, kann ich ab vom Weg, wollte ich zu viel. Yeah.
Katze. Sie stören hier niemanden. Wir sind an späte Besucher gewöhnt. Das ist von Dr. Jekyll. Sie müssen London sofort verlassen, wenn möglich noch heute Nacht. Lucy, ich bedauere zutiefst, dass meine private Unpässlichkeit mich davon abhält, Sie jemals wiederzusehen. Ich fand in Ihnen ein sanftes, strahlendes Licht, das mir in meinen dunklen Tagen den Weg wies. Ich hoffe, dass Sie den kleinen Betrag akzeptieren als Zurückzahlung für das, was ich durch Sie gelernt habe. Ich flehe Sie an, verlassen Sie London und beginnen Sie ein neues Leben im Bewusstsein, dass ich Sie nie vergessen werde. Er schuldet mir gar nichts. Ich schulde ihm etwas. Das geht mich nichts an. Ich bitte Sie nur zu tun, was er sagt. Ich bin sicher, dass es zu Ihrem Besten ist. Und warum kam er nicht selbst? Warum schickt er Sie? Ich bin sein Freund. Der Schalter ist auf. Also, gute Nacht und viel Glück. Ich hoffe, dass Sie ein besseres Leben finden. Irgendwo. Ich glaub an mein Traum mit einmal.
Zu wem sollte ich denn sonst kommen für Freundlichkeit und Zärtlichkeit? Du hattest heute schon Besuch? Nicht wirklich. Doch nicht der Doktor persönlich. Nein, Henry ist so ein vielbeschäftigter Mann. So wie wir uns alles teilen, meine liebe Lucy. Verlassen Sie London. Ich flehe Sie an. Du würdest doch nicht gehen wollen, um mir lebewohl zu sagen, oder? Ich gehe nirgendwo hin. Es ist so weit, es wird niemand erfahren. Thank you.
einst war er neu.
zusammengekommen im Angesicht Gottes, um diesen Mann und diese Frau in den heiligen Stand der Ehe zu erheben. Wenn jemand unter den Anwesenden einen Grund sagen kann, warum diese Ehe nicht geschlossen werden darf, so möge er jetzt sprechen oder auf immer schweigen. Henry John Albert Jekyll, nimmst du die hier anwesende Emma Elise Margaret Carew zu deiner dir angetrauten und wirst sie... Was ist Henry? Jetzt nicht. Was jetzt? Ich werde gehalten wie ein Hammerschlag. Es zerfließt mich. Es zerfließt mich. Und ich bete dich, weiß nicht, was der Tag. Ich bete dich, Alter, spar hier diesen Blick. Well,